Hallihallo, liebe Gothic-Freunde, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mir lauschen wollt dabei, wie ich endlich meine Gedanken zum Gothic 1 Remake darlege. Ja, ich bin zu spät. Alle anderen Gothic-YouTuber haben ja eigentlich schon vor über einem Monat, als eben die aktuellen Screenshots und der aktuelle Trailer rauskam, irgendein Video dazu gemacht. Ich hatte damals ein bisschen das Gefühl, ich habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, also habe ich es auch nicht getan. Aber jetzt habe ich im Zuge der Recherche für einen Podcast, der am Sonntag erscheinen wird, bei den Kollegen von Queto, mich so ein bisschen in das Thema reingefuchst, in das Thema Remake, habe Videos geschaut, Artikel gelesen und im Zuge dessen sind mir zwangsläufig einige Fragen in den Kopf gekommen, einige Ideen und das Ganze würde ich gern mit euch teilen. Macht euch vielleicht noch ein Getränk auf den Tisch, das Ganze könnte ein bisschen länger dauern. Ich habe hier nur einen Ingwertee, weil ich mich noch so ein bisschen krank fühle, aber ja, das Getränk eurer Wahl, macht es euch auf und dann können wir starten. Ich habe gedacht, bevor wir anfangen, über den aktuellen Kram zu reden, gehen wir nochmal einen Schritt zurück und reden erst einmal über den Playable Teaser, der ja einen wichtigen Teil der Historie des Gothic Remakes ausmacht. Als der Teaser im Dezember 2019 veröffentlicht wurde, habe ich so das Ganze, was um Gothic herum passiert, eher von der Seitenlinie oder noch besser gesagt von den hinteren Plätzen der Tribüne aus beobachtet. Aber selbst von dort konnte ich sehen, dass der jetzt nicht so gut ankam. Und vor ein paar Monaten habe ich mir dann gedacht, naja, das ist schon ein wichtiger Part irgendwie, wenn man sich für Gothic interessiert, schaust du auch mal rein. Und ich muss sagen, ich war von dem Teaser sehr, sehr enttäuscht. Ich fand den katastrophal schlimm. Zum einen hat der Typ natürlich viel zu viel geredet, das haben ja auch alle anderen schon plattgetreten. Mir sah der auch zu geleckt aus, also der sah so aus wie aus so einem hippen Viertel unter die Barriere reingeschmissen von dort aus. Die Kamera hat sich viel zu oft vom Spieler entfernt, also man hat die Kontrolle entrissen bekommen, um das Ganze so filmisch zu inszenieren, was ich für eine Katastrophe halte. Und Loot-Items waren idiotensicher markiert, sodass auch jeder Trottel aus 100 Metern erkennt, hey, da hinten ist ein Dunkelpilz. Also es war ein furchtbar verwürztes Ratatouille der Grausamkeiten. Ich fand's unerträglich. Also ich hätte das Spiel keine 1-2 Stunden spielen können. Und jetzt muss ich trotzdem hinzufügen, einen Moment, ich scroll mal runter, dass mich das im Hinblick auf das Remake gar nicht so negativ gestimmt hat, weil ich den Umgang von THQ mit der ganzen Sache äußerst faszinierend und produktiv fand. Also zu sagen, man haut sowas raus, macht einen Fragebogen dazu und jeder Gothic-Fan kann seinen Senf abgeben und zu THQ schicken, ist ja ein sehr geschickter Schachzug gewesen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die konstruktive Kritik, die da mit Sicherheit zu Zehntausenden eingetrudelt ist, auch angenommen haben. Und als ich dann gehört habe, ja, wir haben alles umgeworfen, wir fangen nochmal von vorne an, wurde ich persönlich sehr optimistisch. Ich habe meinen Optimismus dann auch in einem Patreon-Video wieder gekaut. Das hieß auch 5 Minuten Optimismus und dem habe ich so wiedergegeben, warum ich glaube, dass das Remake gut wird. Und jetzt kommen wir zu den aktuelleren Sachen, so der aktuelle Trailer und die aktuellen Screenshots haben das Ganze nochmal so ein bisschen verstärkt. Ich spiele jetzt mal den Trailer ab oder einige Szenen daraus. In dem Trailer wird am Anfang erstmal eine Fleischwanze weggetreten. Das ist natürlich eine absolute Kleinigkeit, aber vielleicht so nebenbei. Ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man Fleischwanzen zertreten könnte. Das scheint mir eigentlich die naheliegendste Methode zu sein, so ein Insekt zu töten. Das ist aber mit Sicherheit nicht kriegsentscheidend. Was viel spannender ist jetzt an dem Trailer, ist, dass der Wuselfaktor potenziert wurde. Ja? Also die Butler, die hier rumlaufen, existieren ja im Original Gothic nicht. Da ist ja das Gebiet vor der Mine, ja, Wüste. Da stehen ein paar alte Holzbauten rum, da steht kein Mensch und hier ist richtiges Treiben. Also Butler tragen Säcke rein und raus, manche sitzen am Rand, ruhen sich aus, es wird hart geschuftet. Und was man daraus ziehen kann, ist zum einen, dass die Technik uns hoffentlich mehr Menschenmassen bescheren kann. Für mich waren nämlich Gothic immer so Spiele, wo ich mir ganz viel in meinem Kopf aufgefüllt habe. Also wenn In Extremo Konzert war, im alten Lager und dann haben da 8 Hansel vor der Bühne gestanden, dann habe ich in meinem Kopf daraus ein Konzert gemacht, wo 50 oder 100 Leute stehen. Oder wenn in Kurines in der Hafenkneipe 3 oder 4 Leute was getrunken haben, dann war das für mich ein wilder Kneipenabend. Ja? Also Gothic musste man sich immer so ein bisschen auffüllen. Aber die aktuelle moderne Technik könnte dafür sorgen, dass man das so arg nicht mehr selbst machen muss, sondern dass das Spiel schon diesen Part für einen übernimmt. Wobei man natürlich auch ganz wichtig vorsichtig sein muss mit dem, was man hier sieht. Das ist kein
Gameplay, das ist kein Gameplay-Trailer, sondern das ist inszeniert, ja, die Fleischwanze wird weggetreten, am Ende fällt ein Butler hin. Es ist nicht gesagt, dass es später im Spiel so aussehen wird. Disclaimer, immer wichtig im Kopf zu behalten, aber ich bin da durchaus optimistisch. Was auch noch rauskommt, ist, dass es viel düster ist. Also bei mir kam gleich wirklich Assoziationen zu tatsächlichen Arbeitslagern auf. Gothic war ja ein sehr klobiges Spiel aus der recht frühen 3D-Zeit und da konnte man sich damals abmühen, wie man will. Aus heutiger Sicht ist da immer so ein Augenzwinkern dabei gewesen, was Humorvolles, was Cartooniges. Und das fehlt hier einfach komplett. Und deswegen lehnt man sich sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man einfach mal sagt, das Remake wird düsterer werden als das Original Gothic. Was man natürlich vordergründig aus dem Trailer ziehen kann, ist, dass man sich sehr, sehr nah am Original bewegt. Was ich erstmal gut finde, tendenziell, wobei ich auch absolut der Meinung bin, dass Alchemia ruhig eigene Akzente setzen darf. Gothic 1 hat viele Stellen, die man auch verbessern kann. Und wenn man gute Ideen hat, die Gothic-Atmosphäre mittragen, dann soll man sie bitte auch einbringen. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am Ende des Trailers hat man diese Mindcrawler-Szene. Die würde ich jetzt nicht überbewerten. Ich nehme eher an, dass die auch ein bisschen dem Zeitgeist geschuldet ist. Eine einfache Kamerafahrt kann man nicht machen. Da muss noch was passieren. Wir brauchen Action. Wir brauchen Blut. Und am Ende wurde es dann eben noch so, ja, hinzugefügt. Ich hoffe sehr, 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 dass es sowas im Spiel nicht geben wird. Also so Situationen, wo man die Kamera kurz, ja, entrissen bekommt. Man kennt es ja. Man kommt in den Raum. Dann macht die Kamera einen Schwenk. In diesem Raum sieht man dann, wie ein Monster einen Menschen frisst. Dann haut das Monster aus dem Fenster wieder ab. Die Kamera fährt zurück und ab diesem Moment darf man dann den Charakter wieder steuern. Und sowas hat für mich in Gothic nichts verloren. Das ist immersionsbrechend. Man wird in diesem Moment von der Figur getrennt. Wenn ich spazieren gehe, dann kann ich ja auch nicht den Wald von oben angucken mit einer Kamerafahrt. Ja, also es ist ganz wichtig für mich in Gothic, dass der Kontakt zum Namenlosen so oft wie möglich, so lange wie möglich gehalten wird. Das hätte ich dir vorher sagen können. Damit wären wir bei einem sehr spannenden Thema, wie ich finde, nämlich Inszenierung. Gothic zeichnet aus, dass es sehr, sehr sparsam inszeniert ist. Und das war auch eine sehr bewusste Entscheidung. Es gibt sehr wenige Zwischensequenzen und aus Entwicklerinterviews weiß ich, dass man eigentlich noch weniger Zwischensequenzen hätte einfügen wollen, die das aber leider nicht geklappt hat. Also zum Beispiel, also man wollte ursprünglich, dass aus dem Spiel heraus die Dinge passieren. Also die Anrufung des Schläfers passiert und gleichzeitig ist man aber auf dem Tempelplatz und kann sich vielleicht sogar noch bewegen, kann sich umschauen. Aber das hat leider nicht geklappt, weil das zu absurden Situationen geführt hat. Also da war dann ein kriegsentscheidender, total wichtiger, emotionaler Moment. Dann kam ein NPC reingelaufen und hat gepinkelt. Ja. Und aus diesen Gründen war man eben gezwungen, an manchen Stellen oder an zwei Stellen im Spiel eigentlich nur eine Zwischensequenz einzufügen, was ich sehr spannend fand. Und in Gothic gibt es ganze vier Zwischensequenzen. Also es gibt die Einführung, ich meine, das ist ein Muss, das ist auch wichtig, mit den Orks, mit dem Richter, mit dem Faustschlag. Dann kommt eben die Anrufung des Schläfers. Danach hat man noch die Aufladung von Uriziel und dann das Ende. Fertig, das ist es, ja. Und es war also einfach, ja, also es sind 7 Minuten Zwischensequenz aufgeteilt auf 4 Minuten. Das ist einfach Konzentration auf das Wesentliche und das finde ich sehr, sehr gut und auch sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe sehr, dass man auf Seiten von THQ die immersive Wirkung der Sparsamkeit erkennt und nicht auf einmal versucht, das Ganze überzuinszenieren, damit es irgendwie zeitgeistiger ist oder damit es actionreicher ist. Das ist ein ganz schmaler Grat, der da gewandelt werden muss. Ich denke, ein bisschen mehr darf von mir aus auch rein, aber es ist ein wichtiger Punkt der Immersion, dass die Inszenierung sparsam ist. Mal als Beispiel, ja, das moderne AA-RPG, Creedfall, von dem Studio Spiders, das man von der Größe mit Alchemia Interactive vergleichen kann, hat ein Spiel gemacht, Creedfall, habe ich ja schon gesagt, und die haben Zwischensequenzen, die 8 Stunden lang gehen. Ja? Also das zeigt, moderne Spiele eines mittelgroßen Studios sind in der Lage, so viel Zwischensequenzen reinzubauen, aber man muss das nicht tun, THQ, auf gar keinen Fall. Und von hier aus
Ja, würde ich dann gerne weitergehen zu den zwei Screenshots, die ich mir jetzt ausgesucht habe von den neuesten, die bei GameStar Plus erschienen sind. Ich weiß gar nicht, ob es die noch woanders gibt, aber da habe ich sie jetzt rausgezogen. Ich sage das gleich auch mal ganz offensiv. GameStar, verklagt mich nicht bitte. Und da hat man zum einen ja den Marktplatz des alten Lagers. Die Holzüberdachung, die es im Original gab, die auch so, wie sie im Original dargestellt wurde, wohl wirklich schwierig gewesen sein dürfte zu errichten, wurde hier ersetzt durch Ledertücher, die den Platz am Ende wahrscheinlich nur notdürftig wetterfest machen. Und im Hintergrund wird eine Mole Rat gebraten, kein Scavenger. Und anhand dieser beiden Details sieht man, dass sich Gedanken darüber gemacht wird, wie man die Welt vielleicht sogar noch glaubwürdiger gestalten kann und dass man sich eben aber auch auf Seiten von Alchemia nicht scheut, vielleicht auch von Fans liebgewonnene Details ein bisschen abzuändern. Also die neuen Sachen, die man hier sieht, wirken schlüssig und ich finde es wichtig, dass der Mut da ist, solche Sachen auch umzusetzen. Bei der Arena sind die Veränderungen noch ein bisschen drastischer. Da wurde jetzt ein ganzer Oberrang hinzugefügt und geschlossene Käfige deuten an, dass es vielleicht Kämpfe gegen Tiere oder vielleicht auch gegen gefangene Orks geben könnte. Und das wäre vielleicht auch ein schöner Moment, über neuen Content zu sprechen. Ja, wenn ich jetzt die Arena in Gothic 1 sehe, dann ist es für mich ein Ort, der vielleicht besser reziert war. Es ist ein unfertiger Ort. Da hängen irgendwie die ganze Zeit drei schlecht gelaunte Typen vorne dran rum und man kann ein bisschen gegen die kämpfen. Man kriegt von denen in aller Regel eher die Fresse poliert, als dass man sie ihnen poliert und kein Mensch guckt dabei zu. Es ist ein super Beispiel für einen unfertigen Teil in Gothic 1. Und in meinem Kopf, ja, gehen, wenn ich jetzt diese neue Arena sehe, gleich irgendwelche Bilder an von johlenden Massen. Ich kann mir Wettkämpfe vorstellen, der besten Kämpfer des Mientals. Ich könnte mir Gladiatorenkämpfe vorstellen für die Atmosphäre. Straffällig gewordene Butler gegen Scavenger. Also es ist ein Ort, wo man sehr viel machen kann. Nicht zu vergessen natürlich die Wetten, die man vielleicht aufgeben kann. Wetten auf Kämpfe, die ja im ersten Teil in einem Dialog irgendwie integriert waren, aber dann letzten Endes nicht durchführbar waren. Und ich sehe vor allem auch sehr viel Blut. Also das Remake zum Thema Düsterer wird mit Sicherheit auch sehr viel blutiger. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Todesstoß. Also einen am Boden liegenden dann nochmal explizit zu erstechen, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Der arme Kerl kann einem leid tun. Aber wo war ich? Genau, Veränderung. Ich hoffe sehr, dass man sich traut, Schwachstellen von Gothic anzugehen, die auch über das Visuelle hinausgehen. Optisch wird das was mit dem Remake, da bin ich inzwischen sicher fast, ja. Inszenatorisch habe ich, wie angesprochen, ein paar Ängste. Man kann da auf dem Gebiet einiges falsch machen. Und was gibt es denn noch für wichtige Stützpfeiler für ein Spiel? Quests zum Beispiel. Wie wäre es denn mit Questdichte, Contentdichte? Jetzt werdet ihr denken, ah, willst du etwa auf das letzte Drittel von Gothic 1 hinaus? Genau. Denn ich finde, das letzte Drittel von Gothic 1 ist mit Abstand das schwächste Drittel des Spiels. Ist ein bisschen wie so ein verbrannter Wald. Es ist immer noch düster, aber auch so ein bisschen eintönig und ein bisschen öde irgendwann. Man läuft sich halt irgendwann die Füße blatt. Man hat Lust zu wissen, was es mit dem Schläfer auf sich hat, aber auf dem Weg zum Schläfer verliert man so ein bisschen die Lust. Also so ging es mir zumindest. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr, Bestandteile des Ulumulu zu holen. Ich hatte keine Lust mehr, Medizin für irgendeinen Ork zu holen. Dabei durch eine Welt zu laufen, die ich mit der Nagelkeule und meinem Lootzwang schon längst impotent gemacht hatte. Also es war einfach ein bisschen zu zäh hinten raus. Es hatte so ein bisschen was von der Open World, die auf einmal linear geworden ist. Also die Welt war noch da, aber sie war so leer, dass es eigentlich ein lineares Spiel wurde. Und ich finde, das kann man machen, wenn das Pacing gut ist, was hier aber nicht gepasst hat. Und jetzt die Frage, wie kann man das verändern? Man könnte das Kapitelsystem ausbauen. Ich finde, das Kapitelsystem in Gothic 1 ist lang nicht so gut wie zum Beispiel auch schon in Gothic 2. Wenn man in Gothic 2 in ein neues Kapitel kam, hat sich die Welt merklich verändert. Es gab mehr Monster, es gab mehr Ereignisse. Und bei Gothic 1 war das alles noch so ein bisschen halbgar. Da war dann an dem Ort, wo vorher 5 Wölfe waren, war dann ein Wolf oder sowas. Das war so, nicht genug einfach. Wenn man das ein bisschen ausbaut, sehe ich da enormes Potenzial, zumindest die Monsterdichte bis zuletzt beizubehalten. Ein anderer Punkt wäre natürlich, hinten raus noch ein paar Queststränge zu installieren. Man könnte vielleicht
mit dem Kapitelwechsel NPCs auf wahrscheinlichen Wegen zu Quests platzieren, die noch ein bisschen Lore mitbringen, die noch ein, zwei neue Questsreihen mit einbringen. Und da muss man sich aber eben auch trauen, neue Questsreihen zu starten, neue Quests zu machen, damit sich ja auch vom Original ein Stück weit wegzubewegen. Du vergreifst dich an Schafen? Ein wehrloseres Opfer konntest du wohl nicht finden. Eine andere Schlacht wird nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Kampfsystem entschieden. Das Kampfsystem im Teaser kam ja sehr schlecht weg. Ich kann es schon durchaus nachvollziehen, dass man das nicht mag. Ich finde es aber auch auf der anderen Seite sehr, sehr schwierig, ein Kampfsystem, das nicht Standard ist, also kein The Witcher-Ausweichrollen-Kampfsystem, das man kennt, nach 2 Stunden zu beurteilen, weil gerade Kampfsysteme etwas sein, das erstmal in Fleisch und Blut übergehen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele hier nach 2 Stunden Gothic 1 beim ersten Spieldurchgang da saßen und dachten, oh, das Gothic-Kampfsystem ist der absolute Hammer. Aber so mit der Zeit kommen so gut getarnte Stärken dann doch zum Vorschein. Und inzwischen kann auch ich, der am Anfang gesagt hat, das Kampfsystem ist ein ganz schöner Murks, mit dem Kampfsystem durchaus was anfangen. Ich erkenne dort einige interessante Sachen. Daher würde ich unbedingt dazu aufrufen, das Kampfsystem erstmal sacken zu lassen, wenn man Gothic Remake spielt. Denn so oder so wird es sich anders anfühlen. Und Kämpfe machen 30-40% des Spiels aus. Dadurch wird sich das ganze Spiel ein bisschen anders anfühlen. Das wird gerade Menschen, die viel Nostalgie in sich tragen, erstmal wehtun. Aber hey, spielt mal 20 Stunden und geht dann in die Kommentarspalte, wenn ihr immer noch den Eindruck habt, das ist nichts. Beim Thema Nostalgie ist natürlich auch noch ganz wichtig, über die Sprecher zu reden. Die spielen ja auch einen enorm wichtigen Teil bei der Produktion oder bei dem Reproduzieren des Spielgefühls von Gothic. Ich glaube, wenn Christian Wewerka, der Sprecher des Namenlosen, wüsste, wie wichtig seine Rolle für das Remake ist, wird er als reicher Mann aus den Verhandlungen mit THQ hinausgehen. Dann machen wir uns nichts vor, wenn der Namenlose auf einmal ganz anders klingt, wäre das ein einschneidender Negativpunkt. Ich glaube, alle anderen Rollen, bis vielleicht auf noch Xadas, kann man ändern. Das wäre zwar auch nicht schön, aber das wäre verkraftbar. Den Namenlosen kann man nicht verändern. Der Mirko von Quator hat mir gesagt, dass 5 Synchronsprecher aus Gothic inzwischen gestorben sind. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut und kam dann zu dem Schluss, dass das eher die sind, die Nebenrollen gesprochen haben. Das heißt, wenn man es wirklich schafft, den Cast zusammenzutrommeln von damals, der das ja auch wollen muss, ja, ist ein wichtiger Punkt, dann ist es durchaus möglich, das Spiel vom Dialogsound zumindest gleich bleiben zu lassen. Wobei die natürlich alle 20 Jahre älter sind. Das darf man auch nicht vergessen. Der Synchroncast von Gothic war damals schon sehr alt. Also in der Kolonie sind ja auch vor allem alte Leute drin, was ja auch sehr untypisch ist für ein Videospiel, wo ja immer so ein junges Publikum angesprochen werden soll mit im besten Fall gleich alten Charakteren. Und da sind viele Leute über 60 inzwischen, die werden eine krassigere Stimme bekommen haben. Also es kann durchaus sein, dass der namenlose Held dann ein bisschen klingt wie auf dem Weg mit dem Rollator zum Lidl, ja. Also es wird spannend zu hören sein, was das bedeutet. Genauso spannend wird ja auch sein, wie der Soundtrack sich entwickelt. Ich habe jetzt gelesen, 1/3 des Soundtracks sollen ja modernisierte Originalstücke sein. 1/3 sollen neue Stücke sein für Gegenden, die bisher keine eigenen Stücke haben. Und 1/3 sollen variierte Originaltitel sein. Finde ich auch einen sehr guten Weg. Zum einen, weil man natürlich durchaus mehr Musik in Gothic 1 integrieren kann. Erstens wird die Welt 25% größer werden, aber auch weil, ja, so viele Stücke waren es halt nicht. Da tut man sich nicht weh, wenn man ein bisschen mehr reinpackt. Zum anderen gibt es Kai Rosenkranz auch die künstlerische Freiheit, ja, also ihm jetzt zu sagen, Kai, spiel die gleichen Sachen wie damals, nur mit modernem Equipment nochmal ein. Das kann man ja keinem zumuten, der irgendwas auch, also der Kunst macht. Du kannst keinem Künstler sagen, mach das so und so. Und jede Freiheit, ja, ist weg, sondern wie über dem Minental liegt dann im Kopf die Barriere, dass man etwas genau so produzieren muss. Das ist künstlerischer Tod. Und außerdem weiß ich aus eigener Erfahrung auch, dass Kai Rosenkranz oft zu Hause sitzen wird, den Gothic 1 Soundtrack hören wird und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen wird und sagen, oh Gott, was hat mein 17-jähriges Ich damals fabriziert? Ja, er ist jetzt viel erfahrener, er wird viele Dinge erkennen, die man heute noch besser machen kann. Ich persönlich freue mich sehr auf den modernisierten Gothic 1 Soundtrack, der
vielleicht noch ein paar Stärken mehr sogar dann zu bieten hat als das Original, das ja wie gesagt von einem Teenager kommt. Und das gleiche gilt für die Soundeffekte, die ja neu gemacht werden, sich aber am Original orientieren. Ich glaube, da kann man auch sehr gespannt darauf sein, was da so passiert. Ist das wirklich wahr? Und zum Schluss möchte ich noch mal ein bisschen mehr Hoffnung machen als sowieso schon. Ich glaube, was ich jetzt gesagt habe, war jetzt nicht so negativ. Aber was man mal bedenken muss, an dem Remake arbeiten 40 Personen. Das heißt, die Größe des Teams ist vergleichbar mit Piranha Bytes. Die Welt wird, wie ich eben gesagt habe, nur 25% größer sein als die Welt von Gothic 1. Und das ist ein Witz. Du kriegst kein Spiel mehr heutzutage, an dem ein Team von dieser Größe arbeitet, das ein Open-World-Spiel ist, hat so eine kleine Open-World, seit 10 Jahren nicht mehr. Und da sehe ich jetzt die Chance, dass das die Möglichkeit geben könnte, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Die müssen ja auch die Welt nicht neu denken. Also sie wissen ungefähr, wie die Welt aussieht. Also an dem Ort ist eine Schmiede, an dem Ort ist das alte Lager. Die Welt ist klein. Das bedeutet, man hat vielleicht viele Ressourcen für ein gutes Kampfsystem. Oder das bedeutet, man hat vielleicht viele Ressourcen für gute Gesichtsanimationen. Das sind ja so Sachen, die in Double-A-Spielen oft hinten runterfallen. Ja, sei es jetzt das Elex-Kampfsystem als Beispiel, sei es die Elex-Gesichtsanimation als Beispiel. Aber da sind Piranha Bytes nicht alleine. Aber zum anderen ist es natürlich in der Unreal Engine das Spiel. Also wird in der Unreal Engine 4 gebaut, die mit Sicherheit auch einiges mehr kann als die Elex Engine. Und man kann also durch die kleine Welt hoffen, dass aus den einzelnen Parts in dieser Welt mehr herausgeholt wird. Und das zusammen mit den Sachen aus der Berichterstattung und mit den Sachen, die bekannt sind, lässt mich nach wie vor optimistisch auf das Remake schauen. So, das waren jetzt doch noch meine Eindrücke zum Remake, etwas verspätet. Wenn ihr noch ein 2-Stunden-Gespräch dazu hören wollt, dann geht, wie gesagt, am Sonntag zu Quay 2 rüber. 10 Uhr morgens kommt da der Podcast raus. Ansonsten bedanke ich mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr mir jetzt gelauscht habt bei meinem etwas wilden Rumgelaber. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao.